So, und jetzt werden wir uns erstmal schön einkleiden. Ganz schnell hier rein. Komm, geh weg. Entschuldigung, Sir. Kommt nicht wieder vor. Sir. Bitte treten Sie näher. Ja, ich brauche irgendwas nur. Mal kurz schauen, das sind alles Regenmäntel wieder nur. Kommt noch etwas dazu, Sir? Nein. $66 und 25 Pence. Nee. Lassen Sie mich in Gott. Bitte nicht. Och, Joe, ey. Du verarscht mich jetzt, oder? Mann. Jetzt komm, hauen wir ab, ey. Ich schläg dich um, du Hurensohn. Ich hau ganz schnell ab hier. Ab ins Auto, jetzt komm, steig ein. Joe, komm her. Ne. Oh, ey. Er ist doch krank, ey. Joe. Also, tut mir leid. Aber ich hab nichts gemacht. So, jetzt ganz normal fahren. Dass ist auch wirklich nichts mehr passiert. Also holst du mir extra andere Klamotten. Er ballert in dem Laden rum, ey. Nur weil da so ein Roadie drin war. So ein komischer, weiß nicht, wie heißen die, Hippie? Ne, Hippie nicht, was sind das nochmal? So cool Typen, so halbstarke, ey. Mann. Ich habe das Gefühl, echt, das sind mehr Bullen. So, jetzt stört mir auf jeden Fall nichts mehr. Jetzt bin ich erstmal wieder fertig. Ah, da ist das Auto. Ne, warte mal, hier, da ist das Auto. Aussteigen! Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. Was? Fahr zu Derek und erkundige dich, ob er Arbeit für dich hat. Na, machen wir natürlich. Aber das finde ich schon... Jetzt haben wir seine Hälfte aufgetrieben. Ins Fahrerflucht, ey. Kriegt er vor mir einen Arschtritt, ey. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir Geld auftreiben von Derek. Mal kicken. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, Alter, am anderen steht der Stadt... andere Stadthälfte, ey. Am liebsten würde ich ja jetzt schnell fahren, ey. Dann wird es ein bisschen zügiger gehen. Aber wir wollen es auch ein bisschen angucken. Aber wir sind ja schon meistens hier überall hergefahren. Hoffe ich mal. Lenkung gleich... Doch, hier sind wir schon hergefahren, ja. Das können wir... Ach komm, ey, scheiß der Hund war drauf, ey. Es dürfte halt nur nichts passieren. Oh. Habt ihr das gesehen, ey? Das war geslidet. Perfekt. Sowas erlebt man nicht alle Tage. Warte mal, nee, komm. Na, lieber, ey. Immer ein bisschen vorsichtiger fahren, bevor ihr noch was Schlimmeres passiert. Ja, 503. Das ist mein Nummernschild. Ich sag yes zur 503. Jetzt können wir ein bisschen schneller wieder fahren. Da müssen wir aufpassen. Sehr schön. Auch so ein lahmes Auto, ey. Das war knapp. Oh. Ey, warte mal. Oh, den hole ich mir. Pass darauf, wo du hinfährst. Ich passe auf. Ich weiß gar nicht, kann man auch Türen abfahren? Wenn Türen offen bleiben? Komm, fahr. Sehr schön. Ah, schon wieder fühle ich mich ein bisschen zu Hause. Oh, da ist noch ein geiler Wagen. Nee, doch nicht. Da ist kein kleiner geiler Wagen. Der ist nicht so gut. Mal gucken, was Derek für mich für eine Arbeit hat überhaupt. Bin ich mir echt gespannt, ob er jetzt irgendwelche Kistenschleppen wieder hat oder ob er was richtig Geiles hat, ey. Mal gucken.
der Sound, der möchte gerne, der Motor. Aber jetzt... Ah, oh, ist das ja gut an, ey. Ah, ne. Lassen wir mal aus. Weil ich hatte letztens mal bei den letzten paar Videos jetzt auf einmal Übereinstimmung von Drittanbietern doch bekommen. Wegen der Musik. Ein bisschen kacke, ey. Bevor ich da irgendwie ein Video gelöscht wird, mache ich lieber die Musik aus. Immer so scheiße, dass sie immer so penibel danach gucken, ey. Das könnte Drittanbieter... Mein Gott, ey. Ich finde, durch Let's Plays präsentierst du doch das Spiel und zeigst es anderen Leuten, die es vielleicht noch nicht kennen, und die kaufen es dann vielleicht. Und das resultiert dann halt dadurch. Gut, Big Man und ich sind keine berühmten Let's Player, gar nicht irgendwie so, ne? Weil wir es aus Spaß einfach nur erstmal machen. Und, so. Oh, da muss ich runter. Und wie gesagt, wir sind jetzt nicht irgendwie wie... Wir haben jetzt keine 10.000 Abonnenten und sowas. Noch nicht. Gucken. Kommt mal an, wie lange man das denn macht. Auf jeden Fall, das war wirklich... Also die Entwickler oder keine Ahnung, mir so... Manchmal so... Das einfach nicht erlauben zu sagen, komm, das Spiel könnt ihr ruhig Let's Playen. Manche sagen ja, ihr könnt es ruhig Let's Playen, außer halt auf keinen finanziellen Zwecke. So, das machen Big Man und ich ja gar nicht. Wir haben ja... seit, glaube ich, weiß nicht wie viel Tausenden von Hunderten von Videos haben wir schon lange kein Monetarisieren mehr gemacht. Die Anfangsvideos, ich glaube so bis 200 Stück, hatten wir noch monetarisiert. Und danach haben wir uns gesagt, ach komm, bringt doch sowieso nichts. Das bisschen Geld, was man bekommen würde, theoretisch, das ist ja sowas von Peanuts, ey. Das bringt sowieso jetzt im Moment noch nicht so. Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was gibt's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1,000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sag ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Genau, abwarten und Tee trinken. Ne, auf jeden Fall, wir haben zwar auch Entwickler angeschrieben und haben halt gefragt, wie es ausschaut mit, ob wir es Let's Playen dürfen, so und so. Und dann kam halt dann von allen, davon kam keinem, ja, ihr könnt es ruhig machen, nur halt nicht monetarisieren. Das machen wir auch nicht, ja. Nur ich find's halt immer noch komisch, wenn man es dann nicht monetarisiert. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperren. Und die Erlaubnis dafür bekommen hat, das zu Let's Playen, dann trotzdem dann Drittanstieber wegen der Musik. Ein bisschen kacke. Aber dann gut. Interessiert mich jetzt auch nicht mehr, ey. Nein, aber was sollen wir mit denen machen? Ich achte halt drauf. Wenn ich halt mal nicht drauf achte. Na gut. Verhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Ihr seid die Schwachköpfe. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wirklich. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit. Verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau!
Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Mach ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben wollte. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett weg. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. So. Der Arsch, der Fettsack, mein Vater umgebracht, der Wichser. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn. Ein paar Waffen mehr schaden euch aus. Vorwärts, Vito. Kommt allein zurück. Wir geben dir Deckung. Wir müssen noch kurz eine andere Knarre holen, weil... Schau, lauf doch nicht im Weg, ey. Scheiße. Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt aber komm, jetzt hol dir den. Oh. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment nicht. So, jetzt geht's weiter. Ja, kommt doch. Kommt ruhig. Ich nehme ja nur die ganzen Waffen auf. Weil ein bisschen was möchte ich ja auch haben. So. Wo ist er denn? Hä? Der war schon doch gerade noch da. Oh. Ah, der läuft da rum. Das sind die beiden Schweine, ey. So, den habe ich auch. So. Okay, jetzt fehlt da noch einer. Auf der anderen Seite. Hä? Wow. Wo kommt das denn jetzt her? Hä? Warte, ich muss selber mal einmal kurz schauen. Von wo kam das denn her? Okay, ich muss also vorsichtiger sein. Ah, von da drüben. Oh, jetzt ist das blöde Gerüst da im Weg. Ich glaub's nicht. Warte mal. Der Fettsack, den hole ich mir. Okay. Alter Vater. Warte. Ganz ruhig. Scheiße. Jetzt fehlt da noch einer. Ne, noch zwei. Und da hinten der Sack. So, den dicken habe ich schon mal. Wie kann man denn alle Patronen dahin verballern, ey? Tut mir leid. Gut, den habe ich auch. Jetzt fehlt nur noch da hinten irgendwo einer. Ich sehe den nicht.